Jannika Sprunger, eine der jungen Amazonen aus der Schweiz, hoch erfolgreich. Tochter von Hans-Uli Sprunger, der früher selbst Championatsreiter war für die Eidgenossen bzw. sehr erfolgreicher Nationenpreisreiter. In Basel zu Hause die 25-jährige Dame im Sattel. Da sehen wir Pio Schwyzer, ihren Mannschaftskollegen in etlichen Nationenpreisen. Zeit ist auf jeden Fall gut. Sie hat mächtig Schaff gehabt, noch mal eben in dieser engen Distanz auf 5 Galoppsprüngen. Und jetzt ist es klar, wir haben ein Stechen im Preis von Europa. Jannika Sprunger schafft es, nach Marc Bettinger hier Strafpunkt frei zu bleiben. Und insofern muss ein Stechen nun nachher herangezogen werden, um den Sieg hier, den Sieger oder die Siegerin zu ermitteln. In der Bahn ist nun der 9-jährige in Holland gezogene Wallach Winsum von Celano. Partnerland ist ja in diesem Jahr für den CIO in Aachen. Brasilien oder Partnerstadt Rio de Janeiro. Sortiert zum Ochser hin, Marc Bettinger. Deutschland gegen die Schweiz. Zunächst erst einmal ein Duell, was uns jetzt über ein paar Ritte verfolgt. Jannika Sprunger aus Basel als Nächste. Schön eng herumgeritten hier zu diesem Hochweitsprung. Mit dem Pferd, mit dem sie unter anderem zweite war in diesem Jahr. Innerhalb der schweizerischen Equipe in St. Gallen beim Nationenpreis. Ja, reitet einfach noch so ein bisschen direkter und strich durch zum letzten Hindernis. Spart ein bisschen Zeit. Bettinger hat einen Galoppsprung mehr gehabt. Führung jetzt für die Schweiz. Durch Jannika Sprunger in 51,29, wie wir sehen. So, nun kommt Deutschland wieder. Jetzt kommt Janne Friederike Meyer nämlich mit ihrem galoppierfreudigen Holiday bei Solitur.